Damit hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist mittlerweile schon 6 Monate her, glaube ich etwa, fast 6 Monate, wo ich das letzte Mal ein Video gemacht habe. Das war nämlich am 28.08., wo das kräftige Gewitter gekommen war mit dem 144 Kiloampere Donnerschlag. Der war wirklich unfassbar, also werde ich nie vergessen. Naja, aber so über den Winter muss ich sagen, es ist nicht viel passiert. Also es gab gar nicht so viele Tage, wo wirklich Schnee war. Also wirklich, wäre sehr wenig. An den Alpen, da gab es auf jeden Fall schon ein bisschen Schnee. Aber hier bei uns war wirklich vielleicht nur ein, 2 Tage hat mal hier ein bisschen Schnee gelegen. Da war da auch wieder weg, weil es war einfach auch viel zu warm. Wir hatten auch Tage gehabt jetzt, die waren richtig mild. Im Südwesten da gab es Tage, die waren bis zu 16 Grad oder sogar wärmer. Also das war schon sehr, sehr krass. Also ich hätte das auch nicht gedacht, dass es so warm wird. Das im Januar. Und ja, das ist schon echt sehr außergewöhnlich. Nun gut, es soll eigentlich nicht darum gehen, sondern es soll heute um den kommenden Sturm gehen. Denk mal, das war klar. Nämlich um das Orkantief Sabine, was am Sonntagmorgen auf Deutschland treffen wird. Und zwar ist das Orkantief momentan noch so über Mitteleuropa, sage ich jetzt mal, so westlich im Teil von Europa. Und das Sturmtief kommt immer weiter herangezogen. Und das Sturmtief ist ja mit seinem Zentrum etwa über Skandinavien. Und an der Südseite bringt das Sturmtief immer so Randtief, sage ich jetzt mal. Diese sind quasi so Schnellläufer. Gehen einfach ganz schnell durch. Das ist der Sturm quasi. Nur da ist halt das Hochfrank. Und wenn das Tief jetzt, sagen wir mal, ein bisschen südlicher gehen würde, also dieses Randtief, dann würde der Sturm sich abschwächen, weil der Sturm quasi eine Unterbrechung hat. Man muss sich quasi vorstellen, das sind so Isobaren von Hoch und Tiefs. Also ich habe halt so eine Karte gesehen. Vom Hoch sind die weiß und vom Tief sind die schwarz. Und wenn die aufeinanderstoßen, dann ist das quasi unterbrochen. Dann sind die Linien quasi ja, in zwei Teile, sage ich jetzt mal. Und bei dem Sturmtief sieht man, dass die Linien sehr, sehr dicht beieinander sind. Und da ist der Luftdruck halt auch sehr, sehr gering. Und das sieht man auch an Norddeutschland war das, glaube ich, weiß jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall haben sie da gezeigt, wie der Luftdruck einmal komplett in den Keller geht. Von, glaube ich, 1030 hat der Hektopascal auf 995 oder so. Das ist schon heftig. Das ist schon ein sehr krasser Unterschied. Ja, und das Tief kommt halt durch, das wird bis Montag anhalten, Montagnachmittag etwa, noch über, sagen wir mal, Bayern. Und dann ist das Tief halt rausgezogen. Aber generell die Tage danach werden auch weiter stürmisch bleiben. Also ich habe da immer noch gesehen, dass es immer noch so Höchstgeschwindigkeiten bis zu 100 km/h noch geben soll. Vielleicht auch noch Orkanwellen, das ist aber nicht mehr ganz sicher, ob das auch wirklich so stark wird. Auf jeden Fall wird das nicht ansatzweise das sein, was morgen Abend kommen wird. Also hier zumindest. Das wird ja schon morgen früh losgehen im Nordwesten Deutschlands. Also so sagen wir mal so bei Cuxhaven, Norderney, so die Ecke da oben. Da wird das Ganze anfangen. Und das wird sich halt immer weiter im Laufe des Tages nach Deutschland rein verschieben. Also quasi von Nordwest nach Südost. Und dann werden wir so etwa in der Nacht getroffen. Also so sagen wir mal so ab Mitternacht wird bei uns hier auch richtig die Post abgehen. Und ja, spätestens dann so ab Montagmittag, dann Montagnachmittag wird der Sturm dann etwa abgezogen sein, also so sagen wir das Kerngebiet des Sturms. Und dann geht das aber trotzdem noch stürmisch weiter, weil da immer noch so Randtiefs hinterherkommen. Und die sind halt auch sehr mit Sturm im Gepäck. Ja, und was kann da noch bei sein? Also, ich habe auf jeden Fall gelesen, dass da sehr viel Starkregen bei sein wird, also sehr viel Regen, Hagel glaube ich auch, und Gewitter sind auch ein Thema. Gewitter werden auch vielerorts wohl auftreten. Vor allen Dingen so im westlichen Teil von Deutschland sollen viele Gewitter in der Linie quasi organisiert auftreten können. Ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht, aber ich habe das auf jeden Fall bei Wetter.net oder nee, .com war das, habe ich das gelesen oder gesehen. Da soll das halt auftreten. Weil halt, wie gesagt, diese warme und kalte Luft ist ja wie im Sommer, wenn der zum Beispiel 30 auf 15 Grad trifft oder so. Das ist im Prinzip genau das Gleiche. Da entsteht auch Gewitter und jetzt im Prinzip genau das Gleiche. Wir haben eine Luftmassengrenze zwischen dem Hoch und dem Tief. Und das führt halt zu, dass die Luft instabil ist und zack, entstehen Gewitter. Ne? Und diese können sogar recht kräftig ausfallen. Ne? Also dieser mit Starkregen,
Alle möglichen, also so wie im Sommer. Ich bin echt mal gespannt. Also bei uns wird auch gesagt, auf Warnwetter, ich denke mal, die App kennt ihr auch. Entschuldigung. Auf jeden Fall wird da auch gesagt, dass teils heftige Gewitter möglich sind in der Nacht. Und das hört sich auf jeden Fall schon sehr, sehr krass an. Also, naja, auf jeden Fall, wo soll jetzt die höchste Geschwindigkeit auftreten, was Sturm angeht? Also man sagt so etwa so Nordsee und der Süden, also so sagen wir mal Baden-Württemberg und Bayern und halt Bremen, da oben die Ecke, Hamburg, da soll sehr, sehr viel Sturm halt kommen, also an der Nordsee generell. Und so im mittleren Teil soll es auch auf jeden Fall sehr abgehen, nur da sage ich jetzt mal nur, sind nur, sagen wir mal so, momentan wird so berechnet zwischen, sagen wir mal, 80 bis 110, 120 Kilometer pro Stunde. Das ist auf jeden Fall auch viel, aber es gibt halt auch viele andere Wettermodelle, die das noch viel höher berechnen. Es gibt sogar Modelle, die rechnen bis zu 180 Kilometer pro Stunde im Norden und im Süden und in der Mitte verbreitet von 110 bis 120 Kilometer pro Stunde. Also wenn das wirklich so auftreten würde, das würde wirklich verheerende Zerstörungen hervorrufen. Also da würde nichts mehr stehen bleiben. Also das wäre für Deutschland wirklich schon sehr, sehr außergewöhnlich, aber das wird nicht passieren, das ist nur so eine Extremberechnung. Es gibt dementsprechend auch noch eine Berechnung, die sehr, sehr weit unten angesetzt ist. Zum Beispiel gibt es auch eine Berechnung, die sagen nur 100. Was heißt nur? Ist auch schon recht viel. Nur 100 Kilometer pro Stunde an der Nordsee und bis zu 100 Kilometer pro Stunde im Süden. Und dazwischen wären dann irgendwie so 50 bis 80 Kilometer pro Stunde. Aber das wird wahrscheinlich auch nicht auftreten. Deswegen mittelt man das dann etwa so, dass dann halt 80 bis 120 Kilometer pro Stunde etwa auftritt und im Norden dann auch noch ein bisschen mehr. Also da muss man halt gucken, das ist halt noch ganz unsicher. Also da weiß man noch nicht, also man weiß, wie der Sturm ziehen wird, aber noch nicht, wie hoch die Geschwindigkeit halt wirklich im Endeffekt dann ist. Das muss man halt dann sehen, wenn dann halt der Sturm durchgezogen ist und dann guckt man halt auf die Wetterstation, ne, wie viel da halt gemessen wurde. Ne? Ja, aber es wird, sagen wir mal, auf den höchsten Lagen, da wird natürlich ordentlich was abgehen. Also sagen wir mal, ich hab auch was gelesen mit 180 Kilometer pro Stunde, dass da auf den Bergen so viel kommen, aber momentan wird so gesagt, so 150 bis 160 Kilometer pro Stunde soll auf dem Brock zum Beispiel, auf dem Brocken, soll etwa auftreten, generell auf höheren Lagen. Der ist ja, glaube ich, Niedersachsen, meine ich. Und dann gibt es ja noch im Harz, da soll ja auch ordentlich was kommen. Ist ja gar nicht mal so weit weg von hier. Also, das kann auf jeden Fall schon richtig abgehen. Und der Sturm, der wird quasi die Nacht auf jeden Fall durchgehen bis morgens und mittags um 12 etwa. Und dann wird der Sturm halt aus Deutschland rausgehen. Dann wird es ja, wie gesagt, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, da wird der Sturm noch weitergehen, aber da wird auf jeden Fall dann nicht mehr so stark sein, wie es den Sonntag gewesen ist. Und da wird auf jeden Fall Straßen, Bahnverkehr, alles Mögliche wird behindert sein. Einfach auch wegen den umstürzenden Bäumen. Viele Bäume können gar nicht mehr dagegen halten, weil viele Bäume sind schon so vertrocknet und angetrocknet durch die ganze Dürre letztes Jahr. Und die bieten überhaupt keine Gegenwehr mehr zu diesem heftigen Wind. Und dann wird es ja zu vielen, wahrscheinlich vielen Verkehrsunfällen kommen. Und das, ja, hoffen wir mal, dass das mir nicht passiert. Also, das wäre einfach nur wirklich gut. Ich habe ja morgens, Montag, morgen habe ich ja Schule und da soll das ja auch noch bei uns richtig, richtig stürmisch sein. Und wenn das wirklich so ist, dann habe ich echt Schiss. Also da muss ich wirklich sehr, sehr langsam fahren und auch vor allem früher losfahren, als ich es normal sonst tue. Ich fahre ja meistens so morgens, ich habe ja so nach 5, nach 8 habe ich Schule. Ich fahre um halb immer los. Um halb 8, weil ich noch einen Kumpel von mir abhole in Meringhausen. Das ist bei Bad Arolsen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist Nordhessen, Waldeck-Frankenberg. Und da fahre ich ihn immer abholen. Und dann muss ich halt sagen, dass es jetzt heute ein bisschen früher sein muss, oder beziehungsweise Montag, weil halt dieser Sturm halt kommt. Naja, auf jeden Fall, Leute, es wird sehr turbulent. Das war, also vor allem der Sturm ist sehr außergewöhnlich stark, weil er halt so flächendeckend stark ist. Also es gibt meistens nur so Stürme, die wirklich nur in einem Gebiet auftreten. Aber das ist wirklich verbreitet, wirklich sehr, sehr hoher Sturm. Es ist ja wirklich verbreitet sind schwere Stürme und orkanartige Böen möglich und auch drin. Und an dieser Nordsee und Süden Deutschlands, also Südwesten,
sind halt diese sehr hohen Geschwindigkeiten möglich, von 130, 40, vielleicht sogar noch mehr möglich. Also man weiß halt noch nicht, was dann hinterher rauskommt, aber auf jeden Fall geht es so in diese Richtung. Aber was halt klar sein wird, was ist denn los? Was klar sein wird, ist, dass bei den Gewittern und bei den starken Regenfällen, dass da halt die heftigsten halt Sturmböen möglich sind oder drinnen sind, weil halt, das ist ja im Sommer genauso, wenn da ein Unwetter kommt, dann ist meistens auch in den Unwettern sind da heftige Sturmböen möglich. Und das ist in dem Fall auch bei dem Orkan-Tief so. Also, ich weiß jetzt nicht, ob der Sturm wirklich so heftig wird wie jetzt der Orkan Kyrill. Der Kyrill, der war ja wirklich schon mächtig. Und Lothar, die waren ja wirklich sehr, sehr heftig. Also ich weiß nicht, wie hoch waren die Geschwindigkeiten? Ich glaube 160, 170 Kilometer pro Stunde. Korrigiert mich, wenn das jetzt falsch ist. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob das wirklich so war ist. Aber naja, ich habe jetzt schon wieder 11 Minuten gelabert. Ich hoffe mal, euch hat das ein bisschen was geholfen, auch wenn das heute ein bisschen spät kommt, aber. Ich dachte mir heute, da meine Eltern nicht zu Hause sind, kann ich mal ein Video machen. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Und wenn ich an manchen Stellen so ein bisschen halt geschottert habe, das mache ich halt ab und zu mal, dann ist es halt so. Und wenn es euch nicht gefällt, dann lasst einen Daumen runter. Wenn es euch gefällt, dann lasst bitte einen Daumen hoch. Auch ein Abonnent könnt ihr von mir aus von mir sein. Das wäre auf jeden Fall, würde mir sehr helfen. Und ja gut, wie gesagt, nochmal zusammengefasst. Sonntag kommt ein heftiger Sturm. Sabine, Orkantief. Dies wird halt für verbreitet schwere Sturmböen sorgen, Nord- und Süddeutschland und in der Mitte ebenfalls, also ganz Deutschland ist betroffen, außer der Nordosten, weil halt, wie gesagt, das Tief, der Sturm halt von Nordwest nach Südost zieht. Somit ist halt der Nordosten nicht drin. Und bei dem Orkantief sind, wie gesagt, kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich, also wie im Sommer. Diese könnten in Linien auftreten. Also das wie so eine Schelfcloud quasi aussehen wird, könnte. Weiß man natürlich noch nicht. Man muss es halt erst gesehen haben. Naja, Leute, würde ich sagen, dann habt noch einen schönen Tag. Es ist jetzt auch erst 11:30. Dachte mir, jetzt mache ich mal ein Video, weil wie gesagt, wenn du alleine bist, ist es einfach besser, als wenn du die ganze Zeit Leute im Haus hast, die dich stören. Und naja, würde ich sagen, Leute, kommt gut durch den Sturm, passt bloß auf euch auf. Passt auf umherfliegende Sachen auf, Äste und was weiß ich. Es sei denn, ihr bleibt sogar zu Hause, ihr seid Schüler und dann werdet ihr, und dann fällt zum Beispiel bei Schule aus, das ist mir zum Beispiel auch mal passiert. Ich bin mal zur Schule gegangen und dann gab es halt auch einen heftigen Sturm an dem Tag und dann ist die Schule auch ausgefallen nach 3 Stunden. Also wer weiß, es wurden ja auch schon viele Schulen schon, jetzt rede ich doch noch mal ein bisschen mehr, es wurden ja doch noch mal mehr Schulen zugemacht. Halt, um kein Risiko einzugehen, dass da irgendwer Schaden bekommt. Naja, auf jeden Fall kommt gut durch den Verkehr morgen und darauf den Tag. Also, wenn der Sturm halt bei euch halt ist, könnt ihr ja schreiben, wo ihr wohnt und ja. Auf jeden Fall habt noch viel Spaß heute und passt auf euch auf. Haut rein und das ist euer Donnerwetter.